Wenn Sie nach einem Patientenwechsel die Arbeit mit dem CVI fortsetzen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte, um von einem Fall zum nächsten zu wechseln, während Sie die gleiche Mehrfachspritze verwenden. Schritt 1. Deaktivieren Sie den Injektionsmodus durch Drücken auf Abbrechen. Schritt 2. Drücken Sie auf dem Touchscreen Behandlung beenden. Und drücken Sie dann OK. Wichtig! Alle Falldaten werden nach Beenden des Falls gelöscht. Schritt 3. Wählen Sie Nein, wenn Sie gefragt werden, ob das System abgeschaltet werden soll. Schritt 4. Wählen Sie Nein, wenn Sie gefragt werden, ob Sie einen neuen Spritzenzylinder für eine neue Prozedur verwenden möchten. Schritt 5. Schließen Sie die weiße Kontrastmittelschiebeklemme. Schritt 6. Entfernen Sie alle Einmalartikel der Verbrauchsmaterialien, einschließlich Patientenschlauch, Hochdruck-3-Wege-Hahn, Schlauch für Kochsalzlösung, Kochsalzlösungsbeutel, Handsteuerung und das Verteilerkit. Schritt 7. Entnehmen Sie die rote Kappe aus dem Kunststoffbeutel. Drehen Sie die Kappe auf das Ende des Lüranschlusses des Spritzenzylinders. Schritt 8. Drücken Sie OK. Um den Spritzenzylinder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor. Schritt 1. Drücken Sie Abbrechen, um den Injektionsmodus zu deaktivieren. Schritt 2. Drücken Sie auf dem Touchscreen Behandlung beenden. Drücken Sie dann OK. Schritt 3. Wählen Sie Nein, wenn Sie gefragt werden, ob das System heruntergefahren werden soll. Schritt 4. Wählen Sie Ja, um eine neue Behandlung mit einem neuen Spritzenzylinder zu starten. Schritt 5. Schließen Sie die weiße Kontrastmittelschiebeklemme. Entfernen Sie den Dorn der Spitze aus der Kontrastmittelflasche. Öffnen Sie die Spritzenkammer. Entfernen und entsorgen Sie alle Einmalartikel, einschließlich Kontrastmittel, Spritzenzylinder, Kochsalzlösungsbeutel, Handsteuerung, Patientenschlauch und Verteilerkit. Schließen Sie dann die Spritzenkammer. Schritt 6. Drücken Sie Neustart. Drücken Sie Start auf dem Bedienfeld. Wählen Sie den Untersuchungsmodus kardiologisch. Sobald die Untersuchungsart ausgewählt ist, führt das CVI-System eine routinemäßige Kalibrierung durch. Schritt 7. Das System ist nun bereit, einen neuen Spritzenzylinder für die nächste Untersuchung eingelegt zu bekommen.